Aber meine Mutti macht das Spiel, spielen. Jetzt ist das Heimer ruhig jetzt. Wir gehen dann. Seid mal ruhig jetzt. Geht gleich los. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Scheibenberger, liebe Oberscheibler, sehr verehrte Gäste. Sie merken schon, noch mal schnell das Mikrokabel ausfitzen. Die dritte Kulturnacht in Scheibenberg. Eigentlich beginnt ja eine Nacht etwas später, aber wir haben diesmal ganz bewusst, unser Kulturchef steht an meiner Seite im Kulturausschuss, sehr frühzeitig darüber beraten. Wir lassen die Kulturnacht gemächlich anlaufen, beginnen schon nachmittags und dann wird es eine ganz heiße Nacht. Ja, zum dritten Mal findet diese Veranstaltung hier in Scheibenberg statt. Unsere Frau Adler, die strahlt, sie hat sie ja schon erlebt, die Kulturnächte in Scheibenberg. Die letzte war etwas kalt, aber die ging sehr lange und war ein Erlebnis für uns in Scheibenberg. Und die erste Kulturnacht war an dieser Stelle auch so aufgebaut, mit dieser besonderen Bühne, die es nur einmal gibt, eben in Scheibenberg. Lassen Sie uns jetzt in diese Kulturnacht hineinstarten mit einer Gruppe aus Scheibenberg, mit der Gruppe Rosenzeit. Ich freue mich drauf und ich denke, ihr habt jetzt einmal richtig Gelegenheit hier auf einer großen Bühne mit einer fantastischen Technik, wo ich mich sehr bedanke beim Mike Schmidt für den Aufbau. Einfach eure Musik einmal in diese Rudolf-Breitscheid-Straße hinausschallen. Ich freue mich, dass unsere Vereine schön aufgebaut haben. Der Fußballverein, der Faschingsverein, das Bürgerforum, unsere Cafés am Markt und in der Apotheke haben geöffnet und natürlich auch der Weinstand vom SSV ist bereits geöffnet. Und später wird es dann auch noch Bratwurst hier vorne geben. Der Sächsische Hof hat geöffnet. Also, liebe Gäste, nutzen Sie die Gelegenheit hier rings um unseren Marktplatz. Ich wünsche Ihnen eine gute Unterhaltung bei dieser dritten Kulturnacht und übergebe mal das Mikro an die Frau Adler und wünsche einen guten Verlauf und eine ganz tolle dritte Kulturnacht. Ja, also auch von mir ein herzliches Glück auf nach Scheibenberg und ich wünsche Ihnen allen, uns allen, eine wunderbare, gute Kulturnacht mit vielleicht doch wenig Regen und keinem Gewitter. Wir drücken uns die Daumen. Viel Spaß. Denken Sie dran, es gibt auch 16 Uhr Wein und Zwiebelkuchen im Heimatmuseum. Und jetzt Start! Star, you think you are a movie
Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.